Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Sky Factory 2.5. Also ich wollte ja heute eigentlich bauen, aber dafür brauche ich noch was. Und zwar Schafswolle und davon richtig viele. Das heißt, wir müssten uns eine kleine Schafsfarm bauen und wenn ich das mache, kann ich auch gleich schauen, dass ich den rosa Schleimbatzen wieder zurückbekomme. Ja. Dann schauen wir doch mal, was brauchen wir denn? Wir brauchen die Conveyor Belts. Das sind Fließbänder? Wie schreibt man Fließband? Mist. Sollte es vielleicht nur mit Band versuchen. Band. Förderband. Okay. Hätte ich so auch nicht gefunden. Gummi müssten wir genügend haben. Gummi haben wir keins. Dann das Zeug, wo aus Gummi ist. Wie heißt denn das? Kautschuk? Kautschuk, wir haben nur 5 Kautschuk, das gibt's doch nicht. Gummibaum, Gummiholz, haben wir da. Kann ich aus dir irgendwie noch mehr Kautschuk machen? Ja. Ich kann nicht verbrennen, das weiß ich. Das Sägewerk kann ich was rausbekommen. Leider nicht. Leider nicht. Das ist mies. Ich meine, wir könnten ja theoretisch hier einfach was holen. Hatten wir nicht noch ein paar andere Gummibäume? Einen anderen Weg, Gummi herzustellen? War doch Klebstoffball ist... Klebstoffball ist aus Klebstoff. Das habe ich mir auch gedacht. Nee. Gab es doch noch was anderes? Nö. Aber das hier können wir mal schauen, dann bekommen wir da mehr raus. Schwefel, haben wir Schwefel da? Bestimmt. Ja, 115. Dann machen wir das so rum. Und in unseren Induktionsschmelzer. So, da ist auch noch ein bisschen Stahl drin. So, dann sollten wir hier eigentlich ein bisschen mehr Gummi rausbekommen. Du kannst auch mal verschwinden, genauso wie du. Dann was fehlt uns dafür? Eigentlich nur der Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Ja. Ja, mehr als genug. Wie viel bekommen wir da raus pro Ding? 16. Locker, locker. Ja. Dann brauchen wir jetzt hier den Autospawner. Autos. Oder nur Spawner. Spawner. Bist du automatischer Spawner Mad Factory Reloaded? Schaut gut aus. So. Und das andere, was ich sagen wollte. Ja, bei mir ist es momentan mit den Video-Uploads, wann ich die hochbringe, durcheinander. Es liegt daran, dass ich momentan so viel zu tun habe. Ich schaue, dass ich das immer so pünktlich wie möglich hochbringe. Aber es klappt in letzter Zeit irgendwie null. Da haben wir ja einen anderen verbraucht. So, ja, ich hoffe, dass ich das in nächster Zeit wieder verbessern kann. Aber es wird bestimmt diese Woche nicht so geil werden. Moment, da rein. Und nächste Woche werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen, Project Ozone 2 Reloaded aufzunehmen mit den anderen. Oder ist es nächste Woche? Nee, das ist übernächste Woche. Ich bin schon wieder komplett durcheinander. Jo, automatischer Spawner, dich können wir schon mal dahinstellen. Ich hätte die Energieleitung von unten durchziehen müssen. So, ich glaube... Bis dahin, wir machen jetzt einfach mal hier 3. Ich habe mir gedacht, wenn wir das mit Glas abgrenzen, schaut es irgendwie geiler aus. Ja. Glas, Glas, Glas. Dann muss dahin der Grinder. Wie heißt das Ding jetzt auf Deutsch? Schlachthaus. Habe ich da nicht schon mal eins gebaut? Schlachterei. Oh, das ist mit ganz, ganz viel Inver. Das ist böse, das ist gemein. Hat man denn nochmal Inver hergestellt? Warst du Gold und Silber oder warst du anders? Nee, du warst, glaube ich, Eisen und... Ja, Eisen und Nickel. Hm. Eisen ist ja nicht so das Problem, aber Nickel wahrscheinlich.
Nickel, oh, es geht. Machen wir da mal ein bisschen Invar. Ach, du willst da gar nicht mehr, okay. Dann nicht. Ich zwing dich nicht zu deinem Glück. Ja, dann brauchen wir ein Invar-Zahnrad. Dann Stöckchen, das weiß ich, dass ich da keine mehr habe. Holz. Ja, wir haben hier genügend. Wieso mache ich das eigentlich so? Das reicht doch so eigentlich auch. Ja. Müsste. Ja, locker. Locker. Können wir jetzt hier schauen? Stock. Wir brauchten zwei Schwerter, wie ich das gesehen habe. Genau, zwei Schwerter, zwei Äxte. Eins, zwei. Und Axt. Moment, so rum. Axt. Axt. Hatten wir da noch irgendwas drin liegen? Ich weiß es gar nicht. So, was würde uns denn jetzt fehlen? Das Ding in der Mitte, das ist eigentlich auch kein Problem. Dann muss ich aber schauen, dass ich wieder mehr Sand herbekomme. Du hast Kies in dir drinnen, aber nicht mehr Sand. Heißt aber, ich kann mir hier mal Kies rausklauen und in den Pulverisierer schmeißen. Komme ich dadurch Sand? Da liegt ja noch Kies drin. Wenn du mir Sand gibst, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Sand. Okay. Gut. Ist gekauft. Dann hier die Schlachterei. Dann bräuchten wir noch zwei Tanks. Na, aber nicht die. Ich hätte gerne die anderen. Moment. Tank. Was bist du? Obsidian. Sollten wir eigentlich hinbekommen? Genau. Zwei Tanks ist auch das, was wir brauchen. Und natürlich Fluidacts. Imperierte Fluidact ist egal. Und Item Ducts. 11 Stück. Ja, die können wir mischen, wie wir wollen. Ich nehme mir einfach mal die hier mit. Wenn ich das schaffe, könnte ich das hier eigentlich auch verbinden miteinander. Dann haben wir hier bloß eine Truhe, die das ganze Zeug rauszieht. So, wäre wahrscheinlich am besten. Da bist du zu Ende. Kannst ja auch mal verschwinden, Fackel. Wie viel ich von diesen Dingern jetzt schon umgesetzt habe. Die Schlachterei müsste eigentlich dastehen. Ja. In diese Richtung schauend. Und die Item Duct reicht um eine nicht. Oh, bist du gemein. Müssen wir uns schnell eine Item Duct bauen. Item Duct. Item Duct. Ja. Ist egal welche. Haben wir dich. Und du wirst jetzt da angeschlossen. Musst du unten angeschlossen werden? Moment, habe ich dich jetzt gedreht? Och, ich habe dich gedreht. Moment, da warst du. Nein! Ah, gut. Irgendwie solltest du doch von unten. Moment. Kann ich? Nee, da verbindet sich auch nichts. Ich dachte immer, du schmeißt dein Zeug raus. Schmeißt du es direkt in eine Kiste? Meine Kisten haben wir ja auch genug. Lässt dich alles ausprobieren. Haben wir auch wieder genügend Item Duct. Ich bräuchte dann einen Tank in diese Richtung. Moment, Fluidact. Diese Richtung und einen in diese Richtung. Ich glaube, du bringst mir gar kein Item. Na, nee, eigentlich solltest du mir Items rausschmeißen. Ich bin verwirrt. Ja, das kriegen wir schon hin.
Dann sollte hier alles in deine Richtung zeigen. Und die sollten hier alle zurückgehen. Oh, ich weiß aber nicht, wie man das hier am besten aufbaut. Ja. Wir haben doch nicht genug von denen. Okay, zurück. Ich habe noch zwei Gummiriegel. Das ist mies. Na, muss ich erstmal schauen, dass ich mir Gummi hier hole. Aber das andere, was ich noch brauche, ist die Erfahrung. Das ist die Frage, können wir die löschen, die wir da drin haben? Habe ich den vollen Tank da rein? Nein. Wir haben hier einen Tank mit flüssiger XP. Kann ich mir einfach den hier klauen und den anschließen an dich? Wäre natürlich am geilsten. Da könnten wir schon mal schauen, ob das funktioniert. So. Natürlich auch in diese Richtung. Tank. Hast es teilweise nicht funktioniert. Da. Du sollst natürlich ignorieren und rausziehen. So, hast du jetzt Sachen? Nein, weil du Essenz brauchst. Je. Heißt, ich bräuchte dich eigentlich nicht mehr. Du kannst hier wieder volllaufen. Essenz. Ist die Frage, wie komme ich von dem Ding hier zu Essenz? Ist ja hier einmal mit Monster Essenz. Im Mahlwerk, ja schön. Das weiß ich. Habe ich aber leider nicht. Oh nö, was ist das Mahlwerk, was ich gebraucht habe? Nee, nee, die Schlachterei, die macht das Zeug. Aber das Mahlwerk gibt mir die Items jetzt. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Oder besser gesagt, wie das Ganze zusammengehört. Das heißt, wir brauchen Gummi, wir brauchen. Ich frage mich immer noch, wieso die hier eigentlich nach unten fallen, obwohl das oben alles entschärft ist. Wir brauchen hier die Dinger, wie man hier durchgeschoben wird. Lachterei, du hast noch keinen rosa Schleim, das können wir aber auch bald ändern. Du bräuchtest auf jeden Fall noch eine Energieleitung, die von dir wegführt. Ja, das heißt, davon müssten wir auch noch welche herstellen. Also irgendwie habe ich von allem zu wenig vorbereitet. So, Energie. Okay, das sind ja welche. Kümmern wir uns erstmal um das kleinere Übel. Ja, Energy Conducts. 12 Stück, weil ich kein Glas mehr habe. Okay, kein Problem. Redstone, dafür können wir auch schon mal rauslegen. Es bist 12, das heißt, ich brauche hier 24. Da 12, da 24 und die laden sich jetzt schon mal auf. Das ist doch gut. Jo, dann müsste ich schauen, die Mob-Essenz, die könnte ich mir auch durch die Büschchen holen. Habe ich denn Erfahrungsbüschchen? Busch. Ich hab sogar welche. Essenzbärenbusch. Heißt, ich bräuchte hier ganz normalen Stein. Nein, die Bruchstein. Haben wir. Ach, doch, da unten. Da. Können wir den hier schon mal hinsetzen? Wir können das hier ja auch von unten anbauen. Dann sieht's keiner, dann schaut's nicht so hässlich aus hier oben. Jo. Wenn wir hier hingehen, wie groß müssen denn die sein? So müsste eigentlich theoretisch reichen. Ich weiß nicht, ob die da wachsen können, wenn nur ein Feld über den frei ist, aber ich glaube schon. Oder brauchen die es dunkel?
Und die brauchen vor allem noch einen Ernter dran. Das heißt, ich brauche schon wieder Gummi. Sollen wir das Ding hier mal fällen? Ich will das Ding halt nicht fällen, weil ich finde, es schaut echt geil aus, aber dann hätten wir eigentlich keine Gummiprobleme mehr. Haben wir noch den anderen Gummibaum? Den können wir hinsetzen. Gummibaum. Ja. Gummibaum. Kann ich Gummi irgendwie anpflanzen? Oh. Geht das, wenn ich da auf dich. Ich will da unten nichts eingeben. So, wir könnten Sprengschnur. Das ist auch schön. Erfahrungsextraktor. Leere Spritze, Förderband. Ja, und das ganze Plastik. Und wir können mit dir durchschmelzen. Das ist aber nicht so ganz das, was ich jetzt wollte. So, wie bekomme ich denn dich hier? In Lootbags kannst du drin sein. Das ist schon mal schön. Und wenn ich säge. Ja, und natürlich, wenn ich hier was abbaue. Ich weiß nicht, hat bei dir meine Gießkanne funktioniert? Mal schauen, wo ich die hin habe. Kanne. Gießkanne. Hast du funktioniert bei diesem wunderschönen Baum? Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. Das finde ich sehr, sehr traurig. Aber wir haben ein kleines Röschen. Besser gesagt, eine blaue Orchidee. So, dann muss ich mich bis zum nächsten Mal darum kümmern, dass wir genügend Gummi haben für das ganze Zeug. Jetzt habe ich schon dein Zeug hier hoch genug gebaut, also deinen Zaun. Los, rein da! Oder dreh dich im Kreis, je nachdem, was du willst. So, steh mal einmal auf. Und parken wieder ein. Hallo? Der Rückwärtsgang von meinem Drachen funktioniert nicht. So denn nicht? Was hast du denn für Probleme? Moment, jetzt sitze ich fast drinnen. Habe ich dir deinen Käfig zu klein gebaut? Ne, gerade eben hat es auch noch funktioniert. Kannst du auch ein bisschen abdancen? Jetzt funktioniert's. Das muss man irgendwie nicht verstehen. Ja, genau. Ich schaue, dass ich ein bisschen Gummi herbekomme fürs nächste Mal. Die hier, vielleicht kann ich die hier damit auch noch schneller wachsen lassen. Der hier ist ja schon ein bisschen höher. Ja, schaut, dass ich die Kabel noch ein bisschen verlege und dann sollten wir da auch schon weiterkommen. Und für das andere, fürs Luftschiff, was wir brauchen, haben wir hier unser, wenn ich durchkomme, unsere Kokerei mit dem Kryosot, mit dem wir diese Holzdinger machen können, für das, was wir brauchen. Dann könnten wir eigentlich schon anfangen, wenn wir dann genügend Wolle haben. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.